Nach 3 Tagen Sonnenschein in Barcelona haben wir gewartet, bis das Wetter mal nicht so gut ist, um euch Barcelona vorzustellen. Denn wir machen heute eine Stadtrundfahrt mit diesem roten Bus. Die beste Möglichkeit, Barcelona kennenzulernen. Es gibt genau 2 Routen, die orange Route und die grüne Route, hier zu sehen. Es gab einen großen Streit innerhalb des Expertenteams Sattler Kretschmer, welche Route wir nehmen. Sattler hat gewonnen. Wir nehmen die grüne Route, weil dort mehr Bauwerke stehen. Orange wäre eher für den Sport da gewesen, Camp Nou und so weiter. Wir wissen ja, dass Ellen Sattler in ihrer Freizeit nicht so ein großer Sportfan ist. Deswegen entscheiden wir uns für die Museumsroute und dazu werde ich euch auf der Tour einiges erzählen. Das einzige Sinnbild und Wahrzeichen Barcelonas ist die Banco Española de Crédito. Sieht verlassen aus. Die Scheiben sind zugeklebt, kein Licht brennt, kein Mensch mehr da. Tja, früher galt in Barcelona, hier ist noch eine Parkbank frei. Heute, hier ist eine Bank frei. Freunde, wir wollten euch atemberaubende Bilder zeigen von Barcelona, aber der heutige Tag steht unter dem Motto Schikane in Barcelona. Erst hat man gesagt, hinsetzen, als wir Bilder gemacht haben. Jetzt hat man das rote verdammte Arschgeigendach zugemacht. Nur weil es noch nicht mal ein bisschen getröpfelt hat. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir können es euch. Tja, Freunde, im Gegensatz zu Madrid liegt Barcelona am Meer. Folgende Geschichte. Nationalmannschaft in Madrid. Einer meiner Nationalmannschaftskollegen kam runter an die Rezeption in Badesachen und fragte die Rezeptionistin, wo geht's denn hier zum Strand? In Madrid. Wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen, weil da drin sieht man ja nichts. An der Station des wohl bekanntesten Bauwerks Barcelonas, der Sagrada Familia. Freunde, das hat Gaudi gebaut, aber der Kollege ist nur bis zu einem Halbmittel-Links-Rechts-Schiff gekommen. Dann ist er leider gestorben und hat den Rest anderen Leuten überlassen, die dann nach seinen Plänen das Ding fertig bauen sollen. Wann das sein wird, das weiß kein Mensch. Also Kräne, Kräne, Kräne. Selbst Ansichtskarten von der Sagrada Familia werden hier mit Kränen verkauft, weil ich glaube, kein Mensch hat das Bauwerk schon mal ohne Kran gesehen. Unmittelbar in der Nähe der Sagrada Familia fanden wir die wohl bekannteste Burg Barcelonas, die Kletterburg. 2,5 Stunden später bin ich mir nicht sicher, ob unsere Reiseleiterin Annette Sattler hier alles im Griff hat. Denn ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. Wir haben uns auf den höchsten Punkt Barcelonas begeben, um Ihnen dieses fantastische Panorama hier zu präsentieren. Als Aussichtsplattform wird es angepriesen. Ich meine, super, kann man weit gucken, aber was sieht man denn? Hafen, Flughafen. Also wenn das bitte schön eine touristische Attraktion sein soll, dann kann ich auch gleich gehen. Nach langem Suchen haben wir uns jetzt nicht mehr in die Irre führen lassen. Freunde, es hat sich gelohnt. Schaut euch mal bitte diesen Ausblick an auf Barcelona. Man kann natürlich auch den ganzen Weg mit der Seilbahn hochfahren, wie man sieht. Wir sind ihn gelaufen. Und guckt euch bitte diese ganzen Attraktionen von hier oben an. Was für ein atemberaubender Ausblick auf diese Stadt. Alles, ich kann euch alles erklären. Da hinten. Habt ihr das gesehen? Ja, und hier vorne doch auch. Das ist doch sofort zu erkennen. Leicht. Jeder weiß, was sich hier hinter diesen ganzen Häusern verbirgt. Der Spanier. Da geht einem das Sportlerherz auf. Freunde, 92 Olympische Spiele in Barcelona. Ich war leider noch zu jung, mein olympischer Stern ging erst 96 in Atlanta auf. Aber 2 ganz große Ereignisse bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Nämlich The Real Dream Team war zum ersten Mal am Start. Amerikanische Profi-Basketballspieler durften zum ersten Mal für ihr Land spielen. Das hatte zur Folge, dass die ganz Großen des Sports, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley, David Robinson, alle waren sie hier.
alle haben sie hier gespielt und für Furore gesorgt. Und, wie wir dachten, ein zweites Dream Team nimmt ebenfalls an den Olympischen Spielen teil, nämlich das Handball-Dream Teams von Ost- und Westdeutschland zum ersten Mal gemeinsam bei Olympischen Spielen. Was konnte es für eine bessere Kombination geben? Der Titel war sicher, aber Hotti Bredemeier, der Bundestrainer, hatte anderes vor. Es wurde ein Debakel. Wir gewannen nicht Gold, Silber oder Bronze. Wir Deutschen sind ja große Spanien-Freunde, nicht nur wegen Mallorca. Die Franzosen sind Freunde der Amerikaner und haben als Zeichen ihrer Freundschaft ihnen die Freiheitsstatue damals geschickt. Da haben wir Deutschen uns gesagt, da stehen wir den Franzosen mal in nichts nach und schicken als Zeichen unserer Freundschaft Spanien gegenüber das Brandenburger Tor mal nach Barcelona. Es ist hier gut angekommen und in Anbetracht der wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieses Landes ist es ein wenig umfunktioniert worden. Sehen wir mal drüber hinweg. Ja, erfüllt ja seinen Zweck hier irgendwie und nach wie vor sieht es gut aus. Das war's mit dem Tagebuch für heute. Weitere Einblicke von Barcelona und was uns sonst noch einfällt, dann morgen, übermorgen oder wann auch immer. Ey Freunde, bleibt am Ball, sage ich euch. Euer Kretsche. Ich gehe jetzt mal durchs Brandenburger Tor.